dicke Luft auf der Pressekonferenz? Ah nee, war doch nur der Stuhl. Nach der Niederlage gegen den BVB setzt sich der Wolfsburg-Trainer Niko Kovac auf den Stuhl, der auf einmal furzähnliche Geräusche von sich gibt. Zur Sicherheit hüpft Kovac zweimal kurz hin und her, sodass jeder versteht, dieser Ton kam nicht von ihm. Ein herrlicher Moment, der seine menschliche Seite zeigt und den jeder nachvollziehen kann.